Wir haben nach Abwägung von allen Vor- und Nachteilen, von allen Argumenten, die Zeislermesse um ein Jahr verschoben, im Frühherbst 2022. Die Zeislermesse, die hier auf diesem wunderbaren Gelände zu Davers, zwar auf Gemeinde Düdingenboden, würde stattfinden. Damit wir eine Zeislermesse in diesem Rahmen auf die Beine stellen können, sind wir auf Sponsoringmittel ebenfalls von mehreren 100'000 Franken angewiesen. Wir konnten bis heute bereits mehr als die Hälfte reinholen. An dieser Stelle einen riesen Dank an alle Sponsoren für das Vertrauen und die Unterstützung. Aber wir brauchen die Kraft von sämtlichen KMUs und die Zeisler KMUs haben momentan viele andere Sorgen, als sich um ein Sponsoring für die Zeislermesse zu kümmern. Darum möchten wir diesen KMUs sicher auch noch mal ein Jahr mehr der Zeit geben, um sich Gedanken darüber zu machen. Zusätzlich zu den wichtigen Argumenten, die Marco Herren jetzt gerade gesagt hat, sind die Infrastrukturverträge, die wir diesen Sommer hier, also in 2 Monaten, unterschreiben mussten, weil wir in einem Jahr die Messe nicht machen könnten, wegen der auffälligen zweiten Welle des Coronavirus, wären wir haftbar. Und die konventionellen Strafen, die finanziellen Konsequenzen, die vermögen wir schlicht nicht. Es sind intensive Diskussionen mit sämtlichen Events, die jetzt geschoben werden oder die fix geplant waren für 2022 und versuchen dort das passende Datum zu finden für unsere Messe. Unser grosses Ziel ist es, dass wir wieder ein Fest für den ganzen Bezirk machen können, ähnlich wie die erste Ausgabe. Und von dem her muss das wirklich passen mit diesem Datum und das werden wir kommunizieren, sobald das Fest steht.